Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 und meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. Heute befinden wir uns in Japan, in Suzuka vielmehr, oder auf Suzuka, auf der Suzuka internationalen Rennstrecke. Und ich dachte einfach mal, dass ich euch mal mit ins Training nehme. Falls es für euch von Interesse ist, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Training, Qualifying und Rennen in getrennten Videos oder in einem Video zusammen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, wir haben immer noch die Forschung und Entwicklung eingestellt. Haben einen schönen Satz nach vorne gemacht vor Menno Racing. Sind immer noch Platz 5 in der Fahrer-WM und Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Müssen uns allerdings zusammenreißen, sonst verlieren wir den Platz 3 in der Konstrukteur-WM. Jo, ich würde sagen, ich starte mal das Training. Es regnet hier in Japan, während die Teams sich auf die Strecke und das heutige Training vorbereiten. Die wundervolle Strecke in Suzuka wird uns mit Sicherheit an diesem Wochenende jede Menge spannende Momente bescheren und Spannungsmoment Regen ist ja auf jeden Fall schon mal dabei. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel 1 Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit zwei Scheitelpunkten. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. Ja, geht das schon mal schlecht los. Gleich mit Regen. Das ist natürlich nicht so schön. Wie sieht denn das hier aus? Oh, im dritten Training auch Regen. Qualifying kein und Rennen zum Glück kein Regen. Ah, ich dachte schon, dass wir jetzt hier ein Regenrennen vollführen. Mal gucken, ob es im T1 hier noch aufhört zu regnen. Nee. Da bin ich fahren müssen in dem im T1. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Vettel und Fernando Alonso. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. So, springen wir mal gleich ins zweite Training, wo es nicht regnen soll. Bin ich mal gespannt, was da so kommen wird. Punkte, so gleich wieder ins Training. So, regnet diesmal nicht, sehr gut. So, wir haben hier verschiedene Trainings zur Auswahl, für alle, die es nicht wissen. Einmal die Streckenakklimatisierung, das Reifenmanagement und das Qualifying Tempo. Und dann gibt es pro Rennen verschiedene Teamziele. Hier haben wir schneller Sektor 3, Spitzengeschwindigkeit, Benzinsparen, Reifenmanagement und Reihe 5 Kurven aneinander in dem Streckenakklimatisierungsprogramm. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. So, wir fangen mal mit dem Reifenmanagement an. So, da heißt es 7 Runden zu absolvieren auf einem bestimmten Tempo, also bestimmte Rundenzeit. Aber die Reifen zu schonen. So, da gibt es ganz einfachen Trick meistens auf Mara stellen, das schont die Reifen. Das Auto dann nicht so schnell ist. Hat den Nachteil allerdings, dass man die Runde schon gut absolvieren muss.
Aber es schont, wie gesagt, die Reifen, das ist bei dem Programm hier das Ziel. So, wie ihr oben seht, ist eine Anzeige, die sich von Rot, Grün und Lila erstreckt. Lila bedeutet perfekte Reifenabnutzung. So, in dem Bereich wollen wir uns auch bewegen, weil je mehr Trainingsprogramme wir auch perfekt abschließen, umso mehr Punkte bekommen wir auch. Was uns dann natürlich in der Forschung und Entwicklung auch dient und zur Verfügung steht. Oh, Suzuka mag ich. Eine schöne Strecke. Lässt sich schön fahren. Ist aber auch sehr anspruchsvoll, wie ich finde. Gerade der erste Sektor der Strecke, den man hier schön im Highspeed-Sektor münzt. Ja, hier schön Schwung mitnehmen, rausbeschleunigen. In den Topspeed der Strecke. Sind über 300 auf jeden Fall. Die Kurve hier, die kann man voll fahren. Schön mit 320 km/h. So, letzte Schikane. Und dann geht es auch schon wieder auf die Start-Zielgerade mit der S. Also eine perfekte Runde für das Programm. Ups. So, das ist das Ziel. Wie gesehen, es gibt 15 Punkte dafür. Und die wollen wir jedes Mal erreichen. Solange man nicht die Curbs so oft trifft oder nach draußen kommt, hier jetzt fast, kann man das Perfekte auch sehr einfach eigentlich erreichen. Bedingung ist allerdings immer oben rechts die Zeit. Im Moment haben wir minus eine Sekunde, 1,5. Heißt, wir absolvieren die Runde derzeit schneller als wir müssen. Man kann zwischendurch mal ein bisschen mit dem Gas spielen auch. Gerade in den Kurven vorher ein bisschen abbremsen, wenn man gewisse Zeit über hat. Dass man hier zum Beispiel ein Stück vorher bremst. Ups. Dass die Reibung nicht so stark ist. Man muss natürlich immer auf die Zeit achten, dass man nicht unter Null kommt, weil sonst ist die Runde ungültig. Und damit gibt es auch keine Punkte. Aber hier ist sogar alles easy. Es hängt auch ein bisschen von dem Setup ab, was man für sich auswählt. Gibt ja hier. Ups, das war ein bisschen gekürzt. Es gibt hier verschiedene Standard-Setups, einmal ausgewogen, Höchstgeschwindigkeit und maximale Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb, erhöhter Abtrieb und maximaler Abtrieb. Das sind so Standard-Setups, die man wählen kann. Und die halte ich mich im Moment auch so ein bisschen. Da fahre ich eigentlich noch ganz gut mit. Man kann es zwar auch individualisieren und den Flügel sich so einstellen, vorne, hinten, wie man das möchte, Benzinlast und alles Mögliche, was man da einstellen kann. Das ist mir aber noch zu kompliziert. Da bin ich noch nicht gut genug für, um das alles zu wissen, was da nötig ist. Kannst ein bisschen rumspielen, klar, aber wie gesagt, mit den Standard-Setups fahre ich eigentlich noch sehr gut. Und daher reicht das mir eigentlich. So, wieder einen perfekten Ausschlag. Sieht wieder nach einer sehr guten Runde aus. So, ja, zu dem Setup wollte ich sagen, je nachdem, was für ein Setup man hat, umso stärker ist die Reifenabnutzung. Deswegen kann ich hier empfehlen, bei dem Programm einfach immer ausgewogen zu nehmen. Und meistens reicht die magere Mischung. Das ist am reifenschonendsten. Und dann hat man ja eigentlich mit dem Programm auch keine großen Probleme, wenn man die Strecke kann natürlich. Wie gesagt,
über die Curbs nicht so oft fahren und man darf natürlich die Stelle nicht verlassen. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt als wir erwarteten. Auch das Programm ist quasi noch easy, aber Streckenakklimatisierungsprogramm, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Da gibt es dann entsprechende Tore auf der ganzen Strecke, die auf die Ideallinie gestellt sind, wo man durchfahren muss. Wenn man die Tore nicht trifft, dann gibt es einen Minuspunkt quasi. Man muss quasi alle treffen, um eine perfekte Runde zu machen. Und es muss auch noch in der entsprechenden Geschwindigkeit sein. Also wenn man sich mal verbremst oder so, dann wird das Tor als grün angezeigt, wenn man es trifft. Wenn man zu langsam durch das Tor kommt, dann wird es rot angezeigt, das heißt Fehler. Und wenn es die perfekte Geschwindigkeit war, dann wird es als violett oder wieder, so ein Farbe oben ist, dann angezeigt und man kriegt dann entsprechende Punkte. Auch da ist das Ziel, eine perfekte Runde abzuliefern, um die 15 Punkte zu kriegen. Aber das ist gerade auf Strecken, die man nicht so gut kann, gar nicht so einfach. Dafür dient es allerdings auch sehr dazu, die Strecke genau abzufahren. Man sieht dann auch genau, wo man fahren muss. Das hilft natürlich auch beim Lernen der Strecke. So, drei Runden haben wir jetzt noch mit dem Programm. Ihr seht, alles perfekt gefahren aktuell. So, damit haben wir 60 Punkte. Aktuell, das neue Ziel sind 80 Punkte, also das Programm perfekt abzuschließen. So wichtig ist hierbei, wenn man jetzt denkt, so, man hat die Punkte erreicht, so in zwei Runden, oder drei spätestens, kann man das Programm nicht beenden einfach. Man muss leider die 7 Runden zu Ende fahren. Bei den anderen Programmen kann man die Programme einfach beenden. Vor der Beendigung der Rundenzahl, bei dem Streckenoptimisierungsprogramm und das Qualifying-Tempo, bei denen geht es allerdings nicht. Haben wir auch schon mal Messing gesetzt, schön bei Runde 6 abgebrochen und dann müsst ihr ganze Dinge normal fahren. Also hier schön die 7 Runden fertig fahren, auch wenn man schon alle Punkte hat, die man braucht, also die 80. So, jetzt müssen wir gleich 75 Punkte haben. Ups. Ja, wieder perfekte Runde. Sehr schön. Wie gesagt, bei der Strecke sieht es alles einfach aus, weil ich die gut kann. Aber manchmal ist das Reifenprogramm auch tricky. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut gegangen. Wenn man die Runde gut kann, dann ist das Tempo, das oben angezeigt wird, also die angepeilte Rundenzeit, eigentlich auch kein Problem. Das wird erst ein Problem, wenn man die Strecke nicht gut kann. Da merkt man es dann deutlich. Das spornt dann an, die Strecke ein bisschen zu üben, um auch in der Meisterschaft entsprechend weiterzukommen. Wie gesagt, die Punkte werden dann später in Ressourcen Points umgewandelt, mit denen man forschen kann. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. So, da haben wir es gleich auch geschafft. Man sieht jetzt auch am Mager. Der wird ziemlich schon mager, dass wir gegen unseren Vordermann keine großartige Chance haben. Obwohl ich die Runde eigentlich fast perfekt fahre. Also es wird ziemlich gemischt, das macht auch schon viel aus.
So, letzte Runde. Perfekte Punktzahl erreicht. Sehr schön. Jetzt können wir mal einen Unterschied zeigen, nochmal auf Fett. Mal gucken, wie wir die Runde damit abschließen. Aktuell sind wir von der Rundenzeit auf dem 8. Platz. So, okay. Leben, also wir Top 10 erreichen und sauber weiterhin. Trotz Einstellung der Forschung, das war natürlich auch schon mal ein krasses Ergebnis. Okay, jetzt geht mal Gas da vorne. Jetzt kommt nämlich hier die Sauber Power. Da ist er plötzlich nicht mehr so weit weg. Man sieht jetzt hier, dass es nicht so großer Unterschied macht von der Reifenabnutzung, trotz fetter Mischung. Aber es liegt auch daran, dass sich die Runde halt schon fast perfekt der idealen Linie fahre. Wenn ich so auf die Curbs verschiebe. Boah, ich wusste eben nicht, also der macht jetzt einen plötzlich so langsam. Trotz imperfekt gefahren die Runde. Sehr gut, das war's mit das Streifenprogramm. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. So, ist klar. So, ich kann jetzt zwar in die Box fahren, also die Runde zu Ende fahren, aber das dauert mir meistens so lange. Muss man ja auch nicht. Also kann man das hier schön abkürzen. Zack, sind wir in der Box. Damit haben wir das Reifenmanagementprogramm absolviert und springen einfach gleich mal in das Streckenaktimatisierungsprogramm. So, das ist wie gesagt eine ganz andere Hausnummer. Das ist schon sehr anspruchsvoll, wie ich persönlich finde. Da muss man die Strecke schon gut können, um das Programm auch perfekt zu schaffen zumindest. Besonders die Kurve hier am Ende ist nicht so easy. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, nach Startziel geht's los mit den ersten Toren. Werdet ihr gleich, gleich sehen. Das sind die Tore, da seht ihr, wo es lila wird. So, das war zu langsam. Damit ist es mal grün gewesen. So, ihr seht, die Tore sind immer auf der Ideallinie, wo man halt längs fahren soll. So kann man schön seine Bremspunkte auch dementsprechend wählen. Das war schlecht, zu langsam war das. Deswegen rot. Heißt keine Punkte dafür. Das war auch zu langsam. So. Weiter geht's. Es wird auch immer schön dargestellt, wo man dahingestellt, wo man fahren soll, gerade in schwierigen Situationen. Das ist manchmal schwierig, Kurven meine ich. Situation. Manchmal ganz hilfreich, um wirklich die Rausbeschleunigungspunkte auch zu sehen, wann man Gas geben soll und wann nicht. So, und hier ist sehr tricky, auf jeden Fall. Ist gar nicht so einfach, die da immer zu treffen. Oh, das wird nix. Scheiße, verbremst. Ja, zählen immer zwei nicht. Meistens gleich. Aber wie ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Weiter. Upsala.
Ich muss mich mal eben konzentrieren, ich habe aber nichts gesagt. Das ist gar nicht, wie gesagt, gar nicht so einfach. So, das reicht jetzt aber schon, noch eine perfekte Runde. Brauchen die drei, die angegeben sind, nicht fahren. So, damit haben wir das auch auf perfekt. Mann, ja, haben wir nur Platz 10. Krass. So, machen wir gleich weiter mit dem Qualifying-Tempo. 20 Minuten haben wir noch Training. Sehr gut. Man muss nicht alles in einer Runde, in einem Training machen. Training 2 zum Beispiel. Aber Training 3 soll schon wieder regnen. Also werden wir das hier mal schön absolvieren alles. So, Qualifying Tempo heißt eine Runde in einer bestimmten Zeit absolvieren. Die angepeilte Zeit oben rechts. Wir sollen den Platz 19 mindestens schaffen, also eine 1:38.372. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Oh, scheiße, verbremst. Ja, darunter, direkt darunter sieht man auch das Delta, was mitläuft. Wir die Runde voraussichtlich schaffen in der Zeit oder nicht. Minus bedeutet logischerweise besser. Roter Bereich plus wäre also schlechter als die angegebene Rundenzeit. Ups. So, dann haben wir eine halbe Sekunde. Schon geschafft. Also gut, quasi. So. Jetzt hier mal die Reifenabnutzung an. Geht auch wieder raus. Schon fast eine Sekunde besser. Ja, scheiße. Ja, hier fahre ich auch zu auf den Rasen. Geht auch nicht so gut. So, jetzt hier gleich die letzte Schikane. So, 1,1 Sekunden schneller. Sehr geil. Fantastische Runde. Damit haben wir unsere sekundäre Zielzeit geschlagen. Schön. Das reicht. Wieder perfekt absolviert. So, damit haben wir auch die Teamziele vollständig erfüllt. Das gibt also volle Punktzahl und zwar 175 Punkte. Ressourcenpunkte sieht man oben auch, oben rechts, neben viel Verkehr. Da steht es auch nochmal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen können. Plätze mäßig. So, hier ist nochmal die, oder hier ist die Setup-Einstellung, wo man die Reifenauswahl treffen kann. Welche Reifen man nehmen möchte. Wir haben hier 4 Stück zur Auswahl. 5 Runden, ja, sind wir mit 7 Runden schon mitgefahren. Nee. Funktionsdauer, Lebensdauer, 7 Runden, 4 Runden, 5 Runden, okay. Gut, so hier haben wir die Autoeinstellung, also einmal ausgewogen Standard, dann höhere Spitzengeschwindigkeit, maximale Spitzengeschwindigkeit, erhöhter Abtrieb und maximaler Abtrieb. So, ich kam eigentlich soweit ganz gut durch die Kurven. Von daher versuche ich es mal mit der höheren Spitzengeschwindigkeit. Mal sagen wir unsere letzte Zeit an. Ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. 6. So, 1:37.6 hatten wir. Und gehen nochmal raus auf die Strecke. Ob wir die 1:37.6 vielleicht auch mal ein bisschen schlagen können. Gucken wir mal. Da sieht man, kommt man schon deutlich raus. Heißt mehr Tempo. Fett. Reifen sind noch einigermaßen okay.
Hier läuft das Delta auch nicht mit. Oh, scheiße, ich DS vergessen. Finde ich schlecht. So, los geht's. Das Delta läuft auch gleich mit, so dass wir sehen können, ob wir Sekunden gut machen oder nicht. Moment, ist alles noch plus minus null sozusagen. Alles unter 100 Millisekunden. Ach du Scheiße. Das wäre natürlich nicht gut. Jetzt haben wir schon deutlich Zeit. Hier in den Kurven haben wir deutlich Zeit, wie man sehen kann. Auf den Geraden sollten wir jetzt halt gewinnen. Sieht man auch. Geht jetzt deutlich runter. Bisschen zumindest. Ich komme mich nicht so gut mehr rum in die Kurven hier. Macht sich auch in der Zeit bemerkbar. So, jetzt geht es wieder ein bisschen runter, logischerweise, aber wir verlieren in den Kurven einfach zu viel. Ups, dass wir das noch auffangen könnten. Scheint das Setup nicht so gut zu sein als das Ausgewogene. Ist ja bisher so, dass das Ausgewogene fast immer das Beste ist. Jetzt sieht man schon, wir schon wieder im roten Bereich die Zeit, dass ich hier nicht so gut rumkomme. Schon 300 Sekunden. 300. Ah, hier sieht man es auch deutlich. Jetzt verlieren wir richtig Zeit. Hier jetzt auch hier verbremst natürlich. Ja, hier sieht man es deutlich. Können wir gleich abbrechen die Runde. Das Setup ist nicht das Richtige. So, wenn man jetzt schon merkt, dass man die Kurven, also ein paar Infos zu geben, wenn man merkt, dass man die Kurven jetzt schon nicht mehr schafft, richtig, heißt das, braucht man gar nicht das maximale Spitzengeschwindigkeit-Setup zu probieren. So, weil die Kurvenlage wird nicht besser durch das Setup. Ich habe auch noch kein Setup benutzt, was maximalen Abtrieb hatte oder maximale Spitzengeschwindigkeit. Brauchte ich nicht bisher. Obwohl ne, in Barco glaube ich. Ich glaube in Barco habe ich maximal Spitzengeschwindigkeit benutzt. Bin mir auch nicht ganz sicher. Also wenn dann nur in Barco. So, wir versuchen es mal mit Abtrieb, aber ich glaube nicht, dass wir da mal eine bessere Rundenzeit hinkriegen. Gucken wir mal kurz die Reifen an, welche wir da haben. Das aussieht hier, Lebensdauer 2 Runden. Ja, nehmen wir mal die anderen Soft. Danke, Jeff. So, jetzt teste ich einfach nochmal, ob ich mit dem Setup eine bessere Rundenzeit hinkriege. Und wenn nicht, dann bleibe ich bei dem ausgewogenen Setup. Dann kann man sich das ganz einfach machen, was die Auswahl des richtigen Setups angeht. Sieht man dann auch hier schon eventuell schon langsamer. Ich dachte mir schon, einfach mal zum Zeigen nochmal. Das war jetzt schon knapp hier ein bisschen. Wir haben hier schon ordentlich Zeit verloren. Aber das lag an den Typen hier auch eben. Jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen was gewonnen. Also Kurvenlage ist hier natürlich mit dem Setup deutlich besser. Man sieht hier, wie eben die Kurve hier kaum getroffen. So, es hat natürlich keine Spitzengeschwindigkeit, das Setup ist auch klar. Hier kann man nur aus den Kurven was rausholen. So, sieht man auch deutlichen Unterschied.
zu dem anderen Setup. Da sind wir zwar auch langsamer gerade, aber nicht viel. Und wir haben auch eben Zeit verloren durch die Überrundung. Hier sieht man aber, dass man den geraden Runden schon deutlich langsamer ist. Mit den Kurven kann man allerdings mit mehr Geschwindigkeit rauskommen. Sieht man hier jetzt. Deutlich Zeit gut gemacht. 300. So, jetzt verlieren wir wieder ein bisschen, weil wir die Spitzengeschwindigkeit nicht halten können. So, aber hier lohnt es sich jetzt nochmal eine zweite Runde zu fahren. Man hat nur 300. Noch nicht viel, das war ziemlich konstant. Wie bei dem Setup eben. Ja, jetzt wieder im Verkehr. Natürlich jetzt schlecht für die Rundenzeit. Quert Gasta. Können wir gleich abbrechen, die Runde. Macht keinen Sinn. Müssen wir gleich nochmal machen. Also, nicht genügend Zeit. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Räikkönen, Hamilton und Carlos Sainz Jr. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. So, das war das zweite Training. So, am dritten Training können wir es leider nicht mehr so richtig ausprobieren, weil da Regen angesagt wurde. Aber schauen wir mal. So, hier sind noch Punkte. Oh, wir haben sogar 205 Punkte bekommen. Ach ja, es gibt da noch extra Punkte für Disziplinareintrag, also straffrei. Und 12 Punkte oder 10 Punkte für 10 Runden. Ach ja, und 10 Punkte für die Teilnahme. Stimmt, da war ja noch was. Gut, starten wir ins dritte Training. Was kein Regen hat? Doch, hat Regen. Schade. Okay, hier können wir es nicht weiter ausprobieren. Was schade ist. Ja, das mit dem Abtrieb sah eigentlich ganz gut aus. Aber die Geschwindigkeit fehlte halt. Von wir daher. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Jo, also im Training muss man sich auch ein bisschen entscheiden, welches Setup man gehen will, weil im Qualifying können wir es nicht mehr verändern. Da können wir nur ganz minimale Veränderungen machen. Daher werde ich mich für das ausgewogene Setup entscheiden, weil wir damit meiner Meinung nach am schnellsten sind. Wir kamen zwar an die Zeit ran, aber ich werde hier so das ausgewogene nehmen. Gute Idee. So, hier seht ihr nochmal die individuellen Einstellungen. Hier könnte man noch den Flügel verändern, wenn man das wollte. Wollen wir aber alles nicht. Wir wollen das ausgewogene Setup verwenden. Gut, da es regnet und wir nicht fahren müssen, brauchen wir auch nicht fahren. Also beenden wir die Session. Die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Vettel und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. So. Ups, da war ich ein bisschen zu weit. Falscher Knopf. So, dann geht's auch los mit dem Qualifying. Gibt's nochmal die 10 Punkte für die Teilnahme. Dann hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet. Hi,
wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. So, wir sollen uns als 12. qualifizieren. Besser als unser Rivale Max Verstappen sein und unser Teamkollege. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Gemäß Training müssen wir es eigentlich schaffen. Da hatten wir, glaube ich, den 6. Platz geschafft. Dann gucken wir mal. Willkommen auf der einzigen Strecke des Rennkalenders, die die Form einer 8 hat. Wir sind hier in Suzuka zum Qualifying für den großen Preis von Japan. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Es ist leicht, den Wagen auf einer Geraden schnell zu machen. Man muss einfach den Abtrieb verringern. Aber bei einer Strecke wie dieser benötigt man auch Fronthaftung, die durch Abtrieb erzeugt wird. Andererseits ist es auch sinnlos, den Abtrieb zu maximieren, wenn man damit schlussendlich viel langsamer als alle anderen auf der Geraden ist. Dadurch verliert man Rennen. Ja, da habt ihr recht, Jungs. Hilft einem natürlich nicht, gerade bei der Auswahl des Setups. Von daher könnte es heißen, wir brauchen beides. Also liegen wir mit ausgewogen wohl ganz gut, würde ich sagen. So, wir gehen einfach mal als Erster raus. Hier sieht man es auch nochmal im Parc Fermé Reglement. Sobald es auch die Boxenkasse verlassen hat, können während der verbleibenden Qualifying Session nur Anpassungen an Formflügeln, Änderungen am Benzinstand durchgeführt werden. Heißt, wir dürfen am Setup keine Veränderung mehr vornehmen. Jetzt gucke ich vorsichtshalber nochmal. Wir haben es hier eben gerade verändert, bin ich der Meinung. Ja, genau, steht auf ausgewogen. Damit können wir rausfahren. So, setzen wir gleich mal eine Zeit. Dann sehen wir dann auch, wo wir stehen. So. Getankt für 5 Runden, reicht. Dann geht's auch los mit dem ersten Qualifying. Dann früh DRS nehmen. Richtig viel Schwung mitnehmen in der ersten Kurve. Schön die ganze Kurve mitnehmen hier. Früh Gas, Gas. Hier ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, dass man hier auch gut rumkommt. Hier heißt es mit Gas und Bremse ein bisschen spielen. Wenn man hier auch auf der Ideallinie bleibt. Ja, hier ist reines Vollgas. Anbremsen, ein bisschen zu weit rechts. Ja, hier auch wieder Vollgas. Ja, schön, Sektorbestzeit. Richtig in die Eisen gegenlenken. Hier bricht das Auto mal schnell gerne aus. Ja, wieder Vollgas. Den schnellsten Teil der Strecke. Bremse schön loslassen. Kurven Gas und jetzt ins Gas treten. Schön Schwung mitnehmen aus der Kurve. Dass wir hier Topspeed kommen von über 320. Sehr gut. Ah, ist ein bisschen zu weit links. Das kostet Zeit. Jetzt hier, ja, sehr schön, perfekt den Curve genommen. Das sah doch ganz gut aus. Die erste Runde. Jo. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Ja, ja klar, also nicht viele draußen. Mal gucken, was die Zeit wert ist. So, jetzt sind einige draußen. Oh, hier wurden auch schon ein paar Zeiten gesetzt. Sektor Bestzeit im Sektor 1 und Sektor 3. Sehr schön, können wir ein bisschen vorspulen hier. Gucken, ob wir irgendwo Platzveränderungen merken. Noch nichts. Oh, ich würde sagen, das war eine Spitzenrunde. Ja.
So darf man sich jetzt auch nicht zu doll freuen, weil die Top-Teams, die bringen ja nicht ihre Top-Zeiten. Man sieht es ja hier, Esteban Gutierrez ist vorne, Sergio Perez ist hier nach vorne, Max Verstappen weit abgeschlagen, genau wie Lewis Hamilton. Also die KI ist hier nicht doof. Die Top-Teams, die fahren erst im Q3 ihre richtigen Zeiten. Also nicht zu früh freuen über den ersten Platz. Im Qualifying 1 hier dient es quasi nur durchzukommen in die Top 16. Oh cool, unser Teamkollege ist auch weiter nach langer Zeit in Q2 gekommen. Sehr geil, das finde ich cool. So. Jetzt gilt es allerdings, unter die Top 10 zu kommen, damit man ins Q3 kommt. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal wieder eine Zeit als Erster und gucken wir mal, wie das so läuft. Wenn wir die Zeit von eben halten können, dann sieht es glaube ich sehr gut aus. Bin mal gespannt. Los geht's. Okay, gut getroffen, die Schikane. Ach scheiße, viel zu weit rechts, das ist beste Zeit. So, dann ist Heiklen auf Platz 1. Mal gucken, was wir jetzt für eine Zeit abliefern können. Schön rausgekommen aus der Kurve. Gucken, erste Zwischenzeit. Wie aussieht, 17, 18, ja, so lange immer. Das war ein böser Kurs hier. So, damit haben wir Platz 2. So, das reicht mir erstmal. Das sieht ganz gut aus. Platz 3 haben wir jetzt. Mit 1,36,2. Also 2. Was hatten wir eben? 1,36,3 oder was hatten wir? Ich glaube 1,36,3. Also ein Tick schneller, aber wie man jetzt sieht, jetzt kommen die schnelleren Zeiten so langsam. Na, weil sie sich anstrengen müssen. Unter Platz 10 zu bleiben. Unser Teamkollege ist Platz 11. Damit wäre er allerdings leider draußen. Ja, Platz 12 hat er jetzt, wenn er jetzt keine Runde mehr fährt. Aktuell tut das. Aber noch keine. Ja, schade. Das wird wohl nix. Ne, wir haben Platz 3. Sehr gut. Unser Teamkollege ist leider aus. Auf Platz 13 ist aber auch gutes Ergebnis für einen Sauber. Sehr gut. Ich konnte mal ein bisschen was rausreißen durch mein fahrerisches Können. Sehr gut. Damit sind wir wieder in Q3. Yeah! Und werden auch gleich wieder mal eine Zeit setzen, damit wir auch keinen Verkehr haben. So, los geht's.
einmal konzentrieren. Ich halte jetzt mal meine Klappe. Ja, ich würde sagen, das war das Maximum. Das war, glaube ich, eine sehr gute Runde. So, das fühlte sich gut an. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,35,9. Ja, da musste ich auch schon echt das Maximum rausholen. Sieht man es auch jetzt, die guten Zeiten werden immer schneller. So, ich glaube, mehr ist nicht drin für uns. So, mal gucken, ob wir nochmal Platz einbüßen müssen. Bin gespannt. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, ein Sauber und Kimi Räikkönen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Das bin ich, keine Sorge. Ja, ich würde sagen, das lief doch spitze. Ne, auf das war wieder eine meiner Lieblingsstrecken. Suzuka kann ich sehr gut. Hat man auch gesehen, also haben wir Top-Platzierung für unser Auto. So, Rivalität sieht doch auch spitze aus. Sehr gut. Das freut mich. 11 Punkte Unterschied jetzt. Sehr gut. Ich würde sagen, das riecht nach Sieg. So, dann hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Dankeschön. Wir sollen das Rennen jetzt schon auf dem 9. Platz oder besser abschließen. Max Verstappen und unser Teamkollegen besiegen, ist klar. Ziel für die Fahrermeisterschaft wurde auch angepasst. Jetzt erwartet man schon Platz 9 von uns. Ja, Sauber zieht so langsam die Zügel ein bisschen an. Alles klar. So, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal das Rennen. Wir sind hier live in der Präfektur Mie in Japan und warten gespannt auf den großen Preis von eben Japan. Das Rennen 2015 war einer von nur 5 Grand Prix, bei dem es keine Ausfälle gab. Doch heute würde ich aufgrund des hart umkämpften Starterfeldes schon im Qualifying nicht mehr unbedingt darauf wetten. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren.
Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Dann wird das heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nähern? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird und wir einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grids wird besser zum Fahren sein. Also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Wir haben noch eine Chance, den Fahrertitel zu holen. Also musst du in den letzten 5 Rennen wirklich alles geben. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht ein Sauber. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Ricciardo, Nico Rosberg und Hamilton. Verstappen, Alonso, Sainz Jr. und Danny Quert. Button, Perez, Marcus Ericsson und Gutierrez. Grosjean, Hayanto, Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein. Bottas und Palmer. Felipe Massa und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, Chef, das war ja auch geil. Chance auf den Fahrertitel. Ja, theoretisch vielleicht. Das ist ja nicht unser Ziel in dieser Saison. Das ist ja ein bisschen, würde ich sagen, utopisch, aber nett gedacht. Ne, wir konzentrieren uns erstmal auf das Rennen, was schön ein regenfreies Rennen sein wird. Ach, ist das schön. Endlich mal. So, was haben wir denn? Wir fahren mit Soft, dann Medium, dann Hard. Mit einem 2-Boxen-Stop. Ja, das hört sich also gut an für mich. 2-Boxen-Stop sind immer gut. Benzin haben wir für 28,1 Runden, hört sich auch gut an. Jo, alles klar. Ich würde sagen, wir starten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Raikkonen kommt gut weg. Wir haben auch eine bessere Linie. Wesentlich besser. Da gab es schon die ersten Unfälle, gelbe Flaggen. Kurzzeitig. Wir kommen erstmal Platz 2 behaupten. Sehr schön. Das heißt, er wird keine Fehler machen. Raikkonen ist dicht dran an uns. Natürlich schon bemerkbar. Start war doch gut. Gefiel mir. Ganz gut weggekommen, weil Raikkonen besser weggekommen ist als wir. Oh, oh, das war nicht so gut. Ja, das auch nicht. Hat keine gute Linie. So, jetzt kommt wieder die sauber Ansaugtechnik hier. Oh, Wahnsinn. Wie der sich ransaugt. Das ist echt wahre Freude hier. Boah, Wahnsinn. Habt ihr das gesehen, also wie der sich rangesaugt hat? Da haben wir echt einen Vorteil im Sauber. Ich glaube nicht, dass das bei den anderen Teams auch so stark ist. Ja, gleich hier, schnellste Runde. Ersten Platz. Das läuft doch spitze, würde ich sagen. Guter Start. Spannend, ob wir den Ferrari im Schach halten können. Das wäre natürlich geil. Aber habt ihr das eben gesehen? Also wie sich der rangesaugt hat. Also Wahnsinn. Also da haben wir echt einen Vorteil. Finde ich super. Schön Sektor Bestzeit. Sehr gut.
jetzt leicht absetzen, aktuell. Scheiße. Oh. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh, was war das denn jetzt? Kann ich gar nicht mehr auf der Strecke halten. Ja, damit haben wir die Plätze wieder abgegeben. Was das war? Und Fahrfehler. Den Schaden haben wir uns eigentlich nicht zugezogen, ne? Die Reifen bauen natürlich ab. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Oh, Rekönig konnte sich an Vettel vorbeischieben. Irgendwie fühlt er sich komisch an. Kann ich gar nicht mehr so einfach auf der Strecke halten. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das wird wahrscheinlich an den Reifen liegen. Jetzt ein bisschen Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich finde auch schon echt stark abbauen. Gerade mal in der dritten Runde. Darf man hier nicht vergessen. Also Raikkonen ist echt schnell. Das habe ich im letzten Grand Prix schon gemerkt. Der ist echt schwer zu halten. So, jetzt sieht man hier sauber wieder. Ja, das ist mir auch zu knapp. Das war mir zu heikel. Wenn wir jetzt hier anbremsen. Oh, sorry, Vettel. Das war nicht beabsichtigt. So, jetzt haben wir schön DRS. Der Abstand zum Führenden beträgt 2,3 Sekunden. So, der Abstand zum Führenden. Das reicht aber nicht, das ist mir zu heikel. 7,8 Sekunden. Na, verbremst, scheiße. Ich kriege auch eine Verwarnung hier dafür. Ich Zeit verloren habe. Boah, ich kann den Haut jetzt aber ab. Krass. Aber ist ja schon mal Wahnsinn. Ist ja schon mal Wahnsinn, wollte ich sagen, dass wir an Vettel dranbleiben können. Schlecht hier über den Rasen. Natürlich der Reifenabnutzung nicht gerade förderlich, wenn man über den Rasen fährt. So, jetzt werden wir uns hier wieder ranziehen. Ja, wieder, es klappt hier. Und jetzt saugt er sich hier ran. Wahnsinn. Perfekt, wie das hier klappt. Ups. Damit haben wir den zweiten Platz wieder. Yes. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Ach so, wir haben gerade gefragt, warum wir in die Box müssen. Weil die Reifen geben nicht mehr so viel her. Abnutzung ist schon doch schon deutlich. Hier. Der Lastwechsel von einer Seite zur anderen, der ist gar nicht mehr so ohne. Ne? Geht zwar, aber man merkt schon echt die Abnutzung. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,2 Sekunden.
Vettel los jetzt? Der muss ja irgendein Problem haben. Krass. Ja, also der muss auf jeden Fall irgendwas haben. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall auch rein. Die bauen vielleicht ab, die Reifen. Das ist ja echt krass. Wie sie in einer Runde abbauen. Ja, ist natürlich hier eine sehr reifenabnutzende Strecke. Auf jeden Fall. Ja, ich gehe ein bisschen an den Rechnern mehr ran. Wahrscheinlich auch in die Box fahren wird. Das tut er. Sehr gut. So, mal gucken, wer schneller ist. Ferrari. Da ist er schon wieder draußen. Markus ist an der Box. Markus an der Box. Los, los, los. Ja, ich bin auch an der Box. Alles perfekt geklappt. Spitze, schöner Boxenstopp war das. Damit fallen wir auf Platz 9 zurück aktuell. Schade. Ja, das fährt sich schon deutlich besser jetzt, obwohl die noch kalt sind, die Reifen. Ja, deutlich besser. Noch nicht. Ich muss hier auf jeden Fall Zeit gut machen. Hat mich keiner hier in der Box noch irgendwie überholt oder so. Ich möchte gerne jetzt gleich als Zweiter wieder da stehen. Das ist ja schlecht. Einen Boxenstopp haben wir noch, dann wechseln wir auf harte. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass wir keinen Fliegeschaden oder ähnliches noch anleiden. Das war ein bisschen zu doll über die Curbs. So, und die ersten zwei schon weg. Oh, fällt doch die schnellste Runde. Schlecht. Perez hat sich mit einem Überholmanöver auf P1 gesetzt. Ja, das wird wohl nur ein kurzer Dauer sein, denke ich mal. Raikkonen wird die Führung nicht hergeben. Der jetzt auch direkt vor uns ist. Ja, jetzt haben wir nicht so viel Zeit verloren. Auf jeden Fall Zeit verloren haben, aber jetzt wird er auch aufgehalten. Ist dann wieder alles im Lot. Sehr gut. Kommen wir noch nicht vorbei. Jetzt schön Boden gut machen. Überholt, wie das aussieht. Jo. Aber der wird jetzt in die Box fahren. Da ist er auch weg. Das heißt, wir haben wieder Freisicht auf Raikkonen. Schön. Ich will jetzt allerdings mal hier auf Standard umstellen. Ein paar Runden. Gespannt, wie wir hier dranbleiben können. Der Raikkonen hat auch die besseren Reifen. Aktuell. Das wird sehr interessant werden. Ach, ja. Ich vermute,
Automaten, wenn ich dranbleiben kann, weil wie gesagt die schlechteren Reifen haben. Mal gucken, was wir hier schaffen. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,4. Zeit letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,1. Sehr schön, jetzt schneller als Vettel. Sehr gut. Trotz Mediums. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, Raikkonen ist nicht so mein Ziel. Wenn ich vor Vettel bleibe, das wäre schon mal sehr geil. Ja, zu weit rechts gewesen. Dranbleiben, weil ich hier echt voll fahre. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Safety Car. Wir müssen das positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Passt jetzt eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Das kann für uns, glaube ich, nur schlecht sein. Okay, langsamer werden. Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Oder Safety Car. Ja, Balkan geht auch nicht in die Box. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, ich glaube, die Safety Car Phase ist nicht gerade förderlich für uns. Ja, dann konnten wir Raikkonen ein bisschen einholen. Und da ist gar nicht so schlimm. Vielleicht. Lass mich mal überraschen, vor allem wie lange das Safety Car hier draußen bleibt. Da kann man schon mal ein bisschen Benzin allerdings porten. Ist auch gut. Können wir schön lange auf Fett fahren. Oh, Safety Car Phasen sind natürlich immer langweilig. Kann man zwar abschalten, aber ich finde, das gehört schon irgendwo dazu. Das Safety Car. Und macht manchmal auch ein bisschen spannend. Manchmal hat man einen Vorteil, manchmal einen Nachteil. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wieder reingekommen sind im Regen. Aber ob das jetzt ein Vorteil ist, glaube ich eher weniger. Weil er uns wahrscheinlich gleich wieder davon fahren wird. Aber macht doch nichts. Wenn wir den zweiten Platz hier schaffen, das wäre schon mal mega.
damit wäre ich also mega zufrieden. So, Safety Car da draußen. Oh, Regen geht in die Box. Mhm. Wir nähern uns jetzt dem Safety Car. Überhole es nicht. Du bist der Führende. Folge dem Safety Car. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Scheiße. Soft und auf Hard wechseln. Also zwei Boxen-Steps noch. Weiß nicht. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Ja, die wollen natürlich, dass ich jetzt reinkomme. Statt in Runde 15. Bin ich mir gerade unsicher. Hinter mir fahren sie alle hart. Okay, kann sein, dass sie durchfahren, ne? Harten Reifen. Wir halten harte Reifen so lange. Nein, nur 18 Runden. Ja, das Safety Car bleibt noch eine Runde draußen. Ja, Soft sind schneller, ne? Wir machen es einfach. Wir gehen die Strategie mit. Und wechseln auf Soft. Raus. Das ist dann Rekin und fährt er da vorne, ich glaube da vorne fährt er. Schon. Ich habe aber das Safety Car jetzt reinfährt. Die Krone ist quert. Das sieht nicht nach Räkeln aus. Vorne oder irgendwo sein. Oh, jetzt muss das Safety Car doch mal langsam mal reinfahren. Oh Mann, dachte eben schon. Ne? Okay, Safety Car fährt rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen. Das war knapp. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Ich
das. Restart war ganz okay, denke ich. Jetzt heißt es angreifen. Boah, war auch krass, war zu breaken an der ganzen Schulden. Krass, ja. Scheiße, viel zu weit links. Oh, Scheiße, jetzt finde ich hier richtig. Jetzt die Reifen dreckig. Na, ja, das war schlecht. Das war gar nicht gut. Ist jetzt ein Angriff. Upsala. Eingelinkt. Komm, Leute, DRS aktivieren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,2 Sekunden. Oh, das sieht aber nicht gut aus, Jungs, was ihr da macht. Boah. Alter. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Schon wieder eine Änderung? Ja, fühle ich mir auch gleich auf der Geraden an. Ja, gibt's aber keine Änderung. Aktuelle beibehalten. Gefährlich hier. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Boah, Alonso, gehst du dann da so in die Eisen? Zwei Runden soll ich schon in, jetzt an die Box, ihr habt ja eigentlich alle. Soll ich denn jetzt schon an der Box? Nee, das mache ich nicht. Die Reifen sind dann noch tip top. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. So, wir sind auf jeden Fall schneller als Alonso. Ja, jetzt hier mal angreifen. Wir fahren hier. Ja, schaffen wir nicht, schade. Ich will schon viel Gas gehen. Aber die werden wir gleich haben hier auf der Geraden. So, dann ist hier mal schön ran. Sehr gut. Ich muss gar nichts. Ihr habt eine falsche Strategie, Jungs. Das lohnt man nicht.
So, bis 13. Widersetze ich mich einfach mal der Team Order. Dranbleiben. Gucken, ob ich noch nicht wieder passieren kann. So eine schöne Überholmöglichkeit hier. Sehr gut. Gekriegt. Ach du Scheiße, was war das denn? Das war ja nur schlecht. Große Spritzsaft. Ja, sieht gut aus. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Box. Markus ist in der Boxengasse. Sehr gut. Damit haben wir Platz 6. Sehr schön. Kann ich die Reifen auf jeden Fall noch fahren. Muss ich auch. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Oh, wer ist denn da? Räikkönen. Cool. Gucken, was der für Reifen hat. Wenn der harte Reifen hat, dann ist ein Problem. Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr in die Box fahren. So, sauber. Saug dich mal ran. Ja, sieht gut aus. Schön. Ein bisschen früh auf die Bremse hier. Zack. Wieder zwei kassiert. Das habe ich gar nicht gesehen, dass der es hat. So, damit sind wir auf Platz 3. Und Räikkönen hat, wie ich erwartet habe, harte Reifen. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ich fürchte, dass ich die falsche Strategie jetzt habe. Was auch der Grund ist, warum wir so gut rankommen. Logischerweise. Aber ich muss gleich an die Box. Das war, glaube ich, nicht so schlau alles. Da hätte ich lieber schön in der Safety Car Phase auch harte Reifen gehen können. Oder müssen. Da war die Team Order nicht so glücklich, glaube ich. Na, noch sind die Reifen okay. Runde schon. Ja.
würde ihn eigentlich gerne noch kassieren, hätte ich gesagt. Okay, Abstand zum Teamkollegen 27,9 Sekunden. Wenigstens einmal im Rennen. Ne? Bleiben. Ja. Ich will wieder einen Fehler machen. Ja, die Reifen geben langsam auf. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Oh, was ist da denn los? Wieso fährt er da an die Box? Okay. Also ich hätte gedacht, dass er durchfährt jetzt. Krass. So, ja, schon wieder Reifen gewechselt kommt, Jungs. Sehr schön. Wieso ist er denn jetzt an die Box gefahren? Hat sich jetzt Soft nochmal aufgepackt oder was hat er jetzt gemacht? Wieder hart, ja? Okay. Spielt uns ja jetzt ein bisschen in die Karten, hätte ich gesagt. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ha. So, nochmal auf harte, zweimal harte. Okay. Cool, da haben wir wirklich noch eine reelle Chance hier aufs Treppchen. Lassig, schön. Was ist hinter uns? Hamilton. Mhm. Der macht auch gut Druck. Der Hamilton. Keine Chance, wir sind sauber hier auf der Strecke. Ja, oh, ich hab sogar die dran. Aber trotzdem keine Chance. Upsala. Ja, kann ich noch nichts für. Wurde rausgetragen. Ich muss aber aufpassen, zwei Verwarnungen schon. Jetzt darf ich keine mehr kassieren. Sonst gibt es eine 3-Sekunden-Strafe. Doch da so bei, auch wenn wir im Regen ganz gut fahren, ich möchte gerne mal ein trockenes Rennen absolvieren. So, Vorregner ist Rosberg. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Deswegen klebt uns Hamilton hier ganz schön am Arsch. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,2 Sekunden. Ja. Muss ich ein bisschen vom Gas gehen. Okay.
Bock auf eine Verwarnung. Eine Zeitstrafe. Da kommt Hammer, wie mit der ist scheinbar. Fetten führt. Krass. Was für eine interessante Wendung hier. Mal gucken, ob der nochmal in die Box fahren muss. Der nur 5 Runden, oder eigentlich nicht. Jetzt können wir ein bisschen ran anrecken, der wird schon mal aufgehalten vom Rosberg. Angreifen, wie das aussieht. Gut, da tut das auch. Oh, wir können es hier schön an Rosberg mit vorbeischieben. Geil. Das lief doch mal gut. Wir kriegen DRS. Sehr cool. Deswegen kommen wir so dicht dran. Ist klar. Ich DRS-Problem hatte. Aber mit Kampflinie konnte er nicht vorbei. Jetzt heißt es anrecken und dranbleiben. Muss ich aber echt alles geben. Also der Sauber ist echt am Limit. Zum Glück kann ich die Strecke so gut. Jetzt hätten wir hier keine Chance. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns hier ein bisschen ransaugen können. Das sieht gut aus. Das können wir, aber wir haben so Fuß vom Gas. Uns hier keinen Flügelschaden oder irgendwas holen. Jetzt haben wir DRS-Chance. Falls aber DRS geht. Sieht gut aus. Schönes Überholmanöver gewesen. Cool. Gucken, wie lange wir vorrecken und bleiben können. Fällt das auf jeden Fall weit weg. Schön, der Sauber wird schneller. Das Benzin wird langsam weniger. Das passt ja. Okay, Heiken klebt uns aber am Arsch. Gleich Manöver versuchen. Gucken, ob wir das irgendwie abwehren können. Ja, die Kampflinie. Weil
jetzt kriegt er DRS und dann werden wir es ja nicht mehr schaffen können. Okay, Abstand zum Führenden 8,9 Sekunden. Na komm, Linie, ja. Konnten das nochmal verteidigen. Ich will es auf jeden Fall mit Kimi auch nicht übertreiben, weil er ist auch mal, der schießt einen auch gerne mal ab, wenn er zu genervt ist. Oh, jetzt kriege ich die Kurve schlecht, scheiße. Jetzt lassen wir vorbei, keine Chance. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald Ausmischung 2 runter. So knapp extra gebremst, keine Verwarnung haben will. Das reicht hier. Er steckt zurück. Schönes Ding. Das entwickelt sich ja zu einem richtigen Fight hier. Oh, scheiße. Das war knapp. Fehler machen. So, zum Glück können wir auf Fett durchfahren. Sonst hätten wir gar keine Chance. Gut, kommen wir diesmal gut raus. Jetzt saugt er sich ran. Oh, scheiße. Dann wird er jetzt vorbei gehen. Nein! Kimi, was tust du? Jetzt hat er mir nochmal Flügel kaputt gemacht. Scheiße. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich krieg die Kurve hier gar nicht mehr richtig. Das war nicht gut. Ich kann die Kurve nicht mehr so fahren, wie ich will. Oh, Alter. Nicht gut, nicht gut. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetter. Oh, scheiße. Ja, keine Chance. Danke, Kimi. Ich wusste es, also das, Mann. Ich kann gar nicht mehr richtig gegenhalten. Jetzt werde ich Hamilton gleich ziehen lassen müssen. Oh, gar keine Chance mehr.
Schade. Ja. Danke, Kimi. Das war jetzt ärgerlich. Oh, schade. Gute Arbeit, du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Ja, aber ärgerlich, da wäre ein Treppchen drin gewesen. Scheiße. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Ah, da wollte ich wohl zu viel. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Ja, Vettel hat auf jeden Fall die richtige Strategie, würde ich sagen. Der hat sich das schön rausgehalten. Das ist mein Battle mit Kimi. Für ihn war die Safety-Car-Phase auf jeden Fall zum Vorteil. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute entscheide ich mich für Jenson Button. Er wird immer für einen ruhigen Fahrer gehalten, aber wie er heute gezeigt hat, ist er das nicht auf Kosten von Geschwindigkeit oder geschickten Überholmanövern. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich fand's ein bisschen scheiße jetzt, das Ende. Ja, Kimi hat sich verbremst. Ich wollte das ausnutzen. Ja, ich bin der Meinung, dass er schon ziemlich reingezogen hat. Vielleicht war ich aber auch zu weit draußen. Können Sie ja den Start nochmal angucken hier. Der lief ja für uns eigentlich auch ganz gut. Oder wir sehen, eigentlich einen schlechten Start hatten. Selbst Max Verstappen wäre noch fast an uns vorbeigegangen. War das Max Verstappen? Hier war es glaube ich gar nicht. Jedenfalls kommt er am zweiten Platz auf jeden Fall. Dann verteidigen. So, jetzt werde ich aber mal vorspulen, sonst ist ja nicht so viel Interessantes passiert. Ein paar Überholmanöver. Möchte ich gerne das Ende jetzt nochmal sehen. Sorry für die Bilder jetzt, das finde ich so ein bisschen ätzend oder sehr ätzend gemacht, dass man nicht mal irgendwie in die Runde springen kann, die man gerne sehen möchte. Oder zum Beispiel ans Ende. Da war unser erster Boxenstopp. Ja, falls noch jemand sonst einen Tipp hat, wie man hier weiter springen kann. Maus kann man ja auch nicht benutzen. Bin ich sehr dankbar für. Dauert auch ganz schön. Ja, das dauert mir jetzt auch zu lange, ehrlich gesagt. Gucke ich mir das dann gleich im Video an. Ist auch kein Problem. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wahrscheinlich Jenson Button. Heute hat sich eine Menge getan, aber Jenson Button konnte sein Potenzial am besten nutzen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. So, also wir konnten unseren Platz behaupten in der Fahrer-WM. Wir konnten sogar die Punkte weiter ausbauen und jetzt sogar 70 Punkte Vorsprung vor den Sechsten. Und nur noch 20 Punkte
weg von Lewis Hamilton, also da können wir nochmal angreifen. Ne, hier von wegen Fahrertitel, ne, über 100 Punkte. Klar. Das ist natürlich auch sehr realistisch. So, was mich wundert, dass wir in der Konstrukteur-WM weiter Boden gut machen konnten. Da hatten wir gerade mal, ich glaube, ein oder drei Punkte Unterschied zwischen Red Bull und uns. Und jetzt sind es 13 Punkte. Sehr cool. Natürlich schön, wenn wir den Platz halten könnten. Gut, unser Teamkollege ist leider nicht so gut erwischt. Wieder ganz hinten, leider. Gucken wir uns mal die Punkte an. Keine 100% sauber gewonnen, schade. So, hier noch die Punkte für den ersten Fahrer. So, das sieht auch alles sehr gut aus hier. Jo, also die Rivalität werden wir gewinnen. Da lege ich mich erstmal fest. So, als ersten Fahrer kann ich mich auch weiter behaupten. Sehr gut. Karrierepunkte nochmal dazu. Zack. Gut. So, schauen wir mal, wo das nächste Wochenende stattfindet. USA sind wir diesmal. Auch eine schöne Strecke. Finde ich auch ganz gut. Aber jetzt kommen sowieso nur noch geile Strecken. Die finde ich alle spitze. Gut, das war's. War ja doch ganz vielversprechend, auch wenn wir den Platz des Qualifying nicht halten konnten, aber für Sauber ist Platz 5 immer noch eine gute Platzierung. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. War doch ganz interessant mit dem Battle mit Kimi. Fand ich zumindest. Das war sehr anspruchsvoll. Musste den Sauber wirklich, wirklich ans Limit prügeln, um da mithalten zu können. Am Ende dann leider ein kleiner Patzer, der uns zwei Plätze gekostet hat. Aber, naja, so ist das halt in der Formel 1. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und ja, wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.